Danke, Raphael. Grüezi miteinander. Wie soeben erwähnt, mein Name ist Thomas Studer. Ich verantworte bei der Blaser Swiss Lube AG den Bereich IT Business Applications. Nach meinem Informatikstudium an der ZHAW heisst sie heute in Winterthur, habe ich bei der Microsoft angefangen zu arbeiten. Bin dort im Marketing tätig gewesen, allerdings als Techie. Ich durfte die damalige Content-Management-Plattform für Microsoft Schweiz aufbauen. Danach habe ich den Bereich gewechselt und bin in die Finanzdienstleistungsindustrie, habe dort am Schluss den Bereich Operations bei der Orell Füssli Wirtschaftsinformationen verantwortet. Operations ist dort bestanden aus ICT, Softwareentwicklung, Datenerfassungscenter, aber auch der Kundendienst. Danach habe ich wieder die Branche gewechselt und bei Telekommunikation, habe dort bei einer Swisscom-Tochter gearbeitet, bei der SICAP AG, wo Komponenten für die Mobilindustrie weltweit hergestellt hat. Ich habe dort den ganzen globalen IT-Bereich mitgeprägt. Nach einem Sabbatical bin ich zurück in die Schweiz und in der Industrie gelandet. Habe vor 7 Jahren bei der Blaser Swiss Lube den Bereich IT Business Application aufbauen und darf den jetzt auch weitertreiben. Wer ist Blaser Swiss Lube? Blaser Swiss Lube ist ein weltweit tätiges Schweizer Familienunternehmen in der dritten Generation. Unser Hauptsitz befindet sich in Hasle-Rüegsau im schönen Emmental. Wir stellen qualitativ hochwertige Kühl- und Schmiermittel her. Gegründet sind wir worden 1936. Momentan leitet uns unser CEO, der Marc Blaser. Mitarbeitende haben wir weltweit 600, davon 300 aus unserem Hauptsitz im Emmental. Produzieren tun wir auch aus unserem Hauptsitz, aber auch noch in den USA. Um unsere internationalen Kunden den richtigen Service zu bieten, verfügen wir über das Netz von 13 Tochtergesellschaften und 46 Vertretungen rund um den Globus. Blaser Swiss Lube hat zwei Geschäftsbereiche. Einen ist Metallbearbeitung, wo einen sehr internationalen Fokus hat. Dort stellen wir Kühlschmierstoffe in die metallverarbeitende Industrie her. Ursprünglich kommen wir aber aus dem Bereich Schmiertechnik, wo eher Schweiz zentriert ist. Dort stellen wir Schmierstoff und chemisch-technische Produkte her. Wo sind unsere Kunden daheim? Zum einen in der Automobil- und Uhrenindustrie, aber auch in der Luft- und Raumfahrt, Medizinaltechnik, Energiesektor und Maschinen- und Werkzeughersteller, aber auch Teilfertiger. Unsere grosse Leidenschaft für unser Produkt teilen wir bei der Blaser auch noch eine zweite gemeinsame Leidenschaft. Wer Blaser Swiss Lube nicht kennt, hat vielleicht schon einen von unseren Heißluftballonen am Himmel gesehen. Wir haben sogar zwei Firmensportgruppen, eine in den USA und eine in der Schweiz, wo rund 80 Mitarbeiter aktiv als Ballonpilot, Bodycrew oder einem Unterhalt von unseren 10 Ballonen mitmacht. Wie ist unsere IT organisiert? Ich und mein Team von der Business Application verantwortet die ganz applikatorische Umgebung. Das heißt ab Layer Operating System oder DB. Unsere Kollegen von Operations und Infrastruktur die Infrastruktur weiterentwickeln, aber auch betreiben. Gleichzeitig helfen Sie mit dem Helpdesk, unsere Benutzer weltweit aktiv zu unterstützen. Wir sind 13 Personen in der IT, davon sind alle in Hasle-Rüegsau. Den Vorortsupport in den Ländern stellen wir über Power-User sicher. Die sind organisiert nach Applikation. Aktuelle grosse Projekte, wo wir gerade dran sind, zum einen aus dem Bereich Schmiertechnik, wo wir das SAP CRM nach Dynamics 365 migrieren.
Nebendran sind wir dabei, Azure Integration Platform aufzuziehen. Das soll uns ermöglichen, End-to-End Business-Prozess über die Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen. Und sicher heute Hauptfokus und wahrscheinlich am meisten von Interesse ist die neue Collaboration Platform, wo wir auf SharePoint Online in Verbindung mit Teams, aber auch natürlich mit der Power Platform realisieren. Wunderbar. Vielen Dank, Thomas, für die kurze Vorstellung. An dieser Stelle würde es uns alle brennend interessieren, wie geht ihr vor, für Power Platform aufzuziehen, wie du sagst, dass ihr die Adoption hinbringt? Bei uns verfolgen wir einen eher IT-getriebenen Ansatz. Vor allem bei uns momentan im Fokus ist Power Apps und Power Automate. Wir haben auf der On-Prem-Umgebung haben wir einen Workflow realisiert mit Nintex. Jetzt im Zug, wo wir die Migration nach SharePoint Online geplant haben, haben wir uns natürlich gefragt, ja, Nintex aus der Cloud ist eine Möglichkeit, bietet uns aber kein Migrationsszenario. Das heisst, wir müssen die bestehenden Workflows wir sowieso neu bauen. Im Zug von dieser Evaluation haben wir dann gesagt, ja, aber Microsoft mit unserem Plan haben wir ja eigentlich alles schon inkludiert, wo dort aus der Power Platform kommt. Und uns dann entschieden, eigentlich diesen Weg zu gehen und mit Power Platforms diese Prozesse zu realisieren. Wie geht ihr denn konkret vor, um jetzt einen neuen Prozess auf die Kollaborationsplattform zu bringen? Wir haben uns natürlich überlegt, was haben wir für bestehende Prozesse oder aktuell, was ist am meisten vom Business gefordert? So können wir es ein bisschen etablieren. Wir machen jetzt natürlich die ersten Gehversuche mit der Power-Plattform. Wichtig, aber das ist jetzt nicht spezifisch natürlich für die Power-Plattform, ist es wichtig, dass man zuerst wirklich den Prozess designt, aber auch am Business oder den Prozessverantwortlichen erklärt, was ist einfach mit einer Plattform oder einem Tool möglich. Also das ist immer so ein Trade-off, dass wir so an die 80-20-Methodik herankommen. Wir haben aus früherer Erfahrung gemerkt, dass man auch zu tot ingenieren kann. Und darum sagen wir, Prozess wirklich vorab designen, wie soll er laufen. Das schauen, wie kann man es realisieren, jetzt in der Power-Plattform hinein. Und dann einmal mit der ersten Version gehen, möglichst schnell gehen, möglichst die User drauf lassen, möglichst schauen, wie funktioniert der Prozess und dann über das Backlog die nächsten Versionen zu realisieren. Also nicht von Anfang an geht der Flugzeugträger anstellen, sondern vielleicht einfach mal mit einem Segelboot losfahren und schauen, woher die Reise geht. Aber natürlich so, dass es auch am Business den gewünschten Nutzen stiftet. Inwiefern stelle ich dir denn das Tool in Fokus? Wie fest weisen Mitarbeiter bei der Blaser Swiss Loop, dass jetzt das Power-Plattform ist, gegenüber einfach in einem automatisierten Prozess? Er nimmt relativ wenig wahr. Unsere Benutzer gibt es von sehr, sehr IT-affin getriebenen Leuten bis zu Leute, die IT wirklich wenig interessiert. Die wollen einfach, dass der Prozess möglichst einfach und effizient abläuft. Daher führen wir eigentlich die Leute eigentlich gar nicht ein, sondern lassen sie einfach auf die Prozesse los und sehen dann dort, was wird nicht verstanden, wo müssen wir unterstützen. Aber natürlich, ich glaube, das geht vielen so mit dieser ganzen Power-Plattform. Wir machen die ersten Schritte, wir schauen, wo gibt es einen Information Gap gegenüber einem Benutzer und wie können wir den schliessen. Das ist sicher eine von der grössten Herausforderungen. Jetzt nicht mal bei diesen, ich sage jetzt mal, hauptsitzgetriebenen Prozessen, die wir momentan realisieren, die steuern wir vom Hauptsitz, die pushen wir von der IT aus. Aber irgendwann möchten wir natürlich dort hingehen und den Benutzer in den Bereichen ermöglichen, selber mit den Tools anzufangen zu arbeiten in ihrem Bereich.
Aber momentan realisieren wir Headquarter-Prozesse, die weltweit gültig sind und schubsen den User ganz gemächlich Richtung dieser Power-Plattform. Das tönt fast noch, als würdest du unterschwellig so einen Citizen-Development-Ansatz verfolgen. Ich glaube, dass man sich dem nicht verschliessen kann. Ich glaube wirklich, ich merke selber bei meinen Benutzergruppen, eben wie gesagt, die einen interessieren sich weniger dafür und andere schreien zum Beispiel schon nach Power BI, wo man sagt, hey, wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, wir wissen noch nicht im Detail, wie wir Citizen Development ausrollen wollen, aber wir findet langsam raus, wer ist sehr affin auf dem Thema, wer hat wirklich Interesse, dass wir wahrscheinlich nachher über sogenannte Power-User das peu à peu ausrollt. Aber ich glaube, wichtig ist dort auch dabei, dass man das entsprechende Framework von Governance, aber auch Schulung hat. Also nicht, dass ich am Schluss einen riesen Zoo habe oder die Kollegen im Helpdesk nicht mehr nachkommen mit den Tickets beantworten, weil man einfach etwas ausgerollt hat. Also, Großteil von den User sanft daran anführen, einfach mal, dass sie es können brauchen, wo Interesse besteht. Und das sind wirklich Zukunftspläne, wo man sagt, ja gut, über die Power-User können wir jetzt ersten Schritt nachher Richtung Citizen Development machen. Spannend. Du hast erwähnt, dass er vor allem Prozesse jetzt angehen, die vom Hauptsitz getrieben sind. Welche sind das im Moment denn konkret? Konkret ist ein Prozess, der weltweit gebraucht wird. Das ist der Personalantrag, aber auch ein Antrag für das Investment oder für neue Projekte, wo okay. Zentral beantragt wird bei uns im Headquarter. Du sagst, es ist entsprechend wichtig, aber haben auch Fleisch am Knochen im Sinn von Komplexität, oder? Das ist, kann ich mir vorstellen, noch recht eine grosse Aufgabe, das weltweit dann so einzuführen. Wie geht ihr da vor? Ja, ich glaube, die Plattform muss sich auch bewähren bei einer komplexeren Prozess. Wichtig ist, und das haben wir irgendwie in der Vergangenheit gelernt, dass irgendwie vom Business so ein Prozess getrieben worden ist. Der hat gut funktioniert vorne oder auch nicht. Wo wir heute sagen, hey, zuerst müssen wir wirklich wissen, wer ist für den Prozess verantwortlich, mit wem zusammen tue ich den designen und dann entsprechend ausrollen. Also, klar, User-Feedback ist mir sehr, sehr willkommen. Aber meistens oder oftmals ist meine Erfahrung, dass der User eher eine Verbesserung im Prozess, das als im Tool sieht, wo ich ihm dann auch muss sagen, ja, ich habe Freude daran, als IT-ler das zu realisieren, aber ich bin für den Prozess nicht verantwortlich. Da musst du wirklich mit dem Business schauen. Aber natürlich auch initial das Business zu unterstützen und zu sagen, hey, wie könnte so ein Prozess mit dieser Technologie aussehen? Eben, weil meistens die Prozessowner wissen gar nicht, was das Tool kann oder stellen sich viel, viel mehr, also irgendetwas Wahnsinniges vor und erzählen frei von der Leber weg, wie sie den Prozess nachher operationalisieren wollen. Und dort muss ich dann nochmals ein bisschen eingreifen und sagen, ja, da sind wir jetzt in den letzten 20%, bist du ganz sicher, dass du es jetzt realisieren willst. Ist es essentiell oder warten wir es mal ab? Gewisse Komplexität, ja, aber versuchen schon beim Prozessdesign gewisse Komplexität, wo es möglich ist, auch rauszunehmen.